Viva, willkommen zurück zum Let's Play von Singularity. Jawohl, es geht wieder weiter. Ich nehme jetzt hier nochmal eine Folge auf heute, damit ich dann einen guten Abschluss habe. Weil wenn ich die 10 Folgen voll mache, dann schaffe ich es tatsächlich über, also schaffe ich es über die 2 Wochen rüber und kann derzeit praktisch mindestens 3 Projekte gleichzeitig immer wieder hochladen, so wie ich es vorher auch hatte. Und danach ergibt sich ja das, der Rest sowieso. Weil dann kann ich über die Nacht auch hochladen, wisst ihr, dann brauche ich nicht immer so, dann lasse ich über die Nacht einfach PC laufen und lade dann immer schön hoch. Das ist dann besser als wie jetzt, wenn ich jetzt nachts überhaupt nichts machen kann. Ja, dann drücken wir mal direkt Start und gucken uns da den Himmelsanus nicht länger an. Spiel fortsetzen. Ja, das ist ja wieder der blöde. Der Frachter Pearl wurde 1955 als auf der See vermisst gemeldet, liegt jedoch im Hafen von Katorga 12. Ah ja. Wenn man dazu knapp wird, können sie sich mit dem Impulszeiten zum Nachladen verschaffen. Stimmt. Mit der Impulsfunktion des ihres umgeben können sie fliegen und wirklich wie Raketen zurückstoßen. Auch cool. Gut, wir sind jetzt hier. Die Kiste mitzunehmen hat ja überhaupt keinen. Das hat man uns ja angehört, wa? Technologie nehmen wir trotzdem mal mit. Ach komm, weil wir wissen nicht, ob das dann gespeichert wurde. Wozu die Kiste da ist, wahrscheinlich schon mal zum ersten Eingewöhnen. Jetzt ist genau das eingetreten, was ich habe. Genau das eingetreten, was ich gefürchtet hatte. Es dauert viel länger zur Bahn zu kommen, als ich gedacht hätte. Die Kiste haben wir doch gebraucht. Scheiße. So. So, einmal durch mit dem Ding. Ein wenig Rätselspaß. Also es ist doch notwendig gewesen. So. Ganz schön kostspielig, das Zeug hier. So. Weiter geht's. Ach, hier saßen wir ja beim letzten Mal und haben die Folge beendet. Also mussten wir uns Eduard mit dem Penishänden nicht nochmal angucken. Welche Waffe? Die hier war. Wer ist er denn? Weil es sinnlos ist, Michael. Du setzt diese Menschen grundlos dem Risiko aus. Was du tust, ist auf den Tod zu warten. Aber es ist zu gefährlich da draußen. Hör zu, die Kanalisation führt uns zum Bahnhof. Von dort aus können wir einen Zug zu den Dogs nehmen und fliehen. Nein, das ist Selbstmord. Nun gut, ich wünsche dir alles Gute, mein Freund. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Festland. Im Kreise deiner Familie, Genosse. Tja, ich würde sagen, die Soldaten, Alter, deine Spitzhacke im Kopf. Was für kranke Scheiße. Öffnen. Wo ist er? Wo ist er? Edo mit dem Penishänden, komm zurück. Wo ist er? Ich sehe ihn nirgendwo. Ich weiß nicht, wie ich ihn töten soll, Alter. Fuck.
fuck, ey. Scheiße. Wo ist er? Fuck, ey. Alter, was für ein Drecksvieh. Ey, was für ein Wichser. Puh! Alter, warum kann ich ihn nicht töten? Soll ich den denn töten? Hallo? Alter! Ist er jetzt endlich tot? Ey, fuck ey, Eduard mit dem Penis hinten, das schreckt mich doch nicht so. Die Lagepistole lassen wir definitiv hier und nehmen dafür die hier mit, ey. Wir sollten unsere Standardausrüstung immer gut bei uns behalten. So, wie war das mit wir sind gut ausgerüstet? Da ist auch noch eine Kiste, warte mal. Ah, Munition. In Ordnung. Dann können wir ja weiter, nachdem Eduard mit dem Penishänden jetzt tot ist. Wer hat den denn, Alter? Die haben ja... Alter. Fuck, ey. Notiz. Die sind die Aufzeichnung von Pavel Fedorov. Ich mache mir langsam Sorgen. Grigori, ich habe jetzt seit 4 Tagen nichts mehr von ihm gehört. Er sagte, er wird bei einer aufregenden neuen Transportform testen helfen. Hoffentlich hat er junge Nasi nicht für etwas Gefährliches freiwillig gemeldet. Ich glaube, das hat er. Und sie merkt schon, das ist hier so ein bisschen. Ist da irgendwas drin? Ja. Aha. So, da ist nichts drin, super. Der hat es damals offensichtlich auch sehr weit geschafft. Alter. Fuck. Was ist hier? Irgendwas ist hier. Wir sind durchgebrochen. Haben alle getötet. Alle. Verzeih mir, Michael. Du hattest recht. Wir hätten mit zu den Docks gehen sollen. Nein. Nein! Oh, fuck. Da drin muss ja auch schon eine verrottete Leiche sein. Ein Techno-Schlumpf. Was macht der denn da? Hin und her. Und hin und her. Hin und her. Und hin und her. Und hin und her. Und hin und... Ja, ich gehe ja schon.
Kabel so ein bisschen sich bewegen, ist auch cool. Ich hab dich gesehen, Techno-Schlumpf. Disco. Schlumpfine. Dingelingeling. Ich sehe dich. War's das? Das war's doch nicht. Aua. Warum ist da ein Schloss von außen vor? Fuck, ey. Das Spiel terrorisiert meine Nerven gerade schon wieder. Vor allem diese Musik, Alter, ich glaube, bei solchen Spielen ist es wirklich so, dass die Musik einen Großteil der Atmosphäre ausmacht. Stell dir vor, hier würde jetzt im Hintergrund Mickey Mouse laufen. Das wäre gar nicht so bedrückend. Den Typen hat es auch voll erwischt. Da wir wissen, dass hier Techno-Schlümpfe auf uns lauern, nehmen wir mal wieder die gute alte Folk raus. Oh fuck. Komm her. Wow. Boah, fuck, ey. Fuck, ey. Warum war der auf einmal hinter uns? Polizei, hallo, 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 nicht auflegen. Die wollen uns auch nicht helfen, sehr schön. Gut, dann geht's mal weiter, würde ich sagen, oder? Bevor wir hier ewig nur in einem Gebiet rumhängen. Ich hab da hinten bloß noch was im Schrank gesehen. Da. Das werden wir auf jeden Fall bald wieder brauchen. Alter, voll die bedrückende Atmosphäre, das... Vor allem, dass die teilweise wirklich mal geköpft sind, ey. Ja. Ich erwarte jeden Moment wieder einen Haufen Käfer. Oh. Was haben wir hier? Jetzt bricht mir das Herz, dass wir zu spät gemerkt haben, dass diese Kreaturen blind sind. Alexei ist unnötig zum Opfer gefallen. Wären wir einfach leise an den Bestien vorbeigeschlichen, würde er noch leben. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe, Alexei. Uns alle enttäuscht. Wahrscheinlich die Großen. Die, ist ja hier die langen Lulatsche. Oder die Käfer. Die Klappe im Boden ist auch herrlich. Hinter uns ist ja gar kein, ist gar kein Ausgang, oder? Es dürfte nicht mehr weit sein. Ah ja, bewegen Sie sich langsam, die Kreaturen sind blind. Oh, Wiederkehrer. Euer Ernst? Na super. Stehen wahrscheinlich wieder auf, wenn man die... Ich glaube, wir werden hier wieder mal sterben. Wo patrouilliert der jetzt hin?
Right Direction. Musste ich gerade dran denken. Auf jeden Fall ist das eine übelst bedrückende Atmosphäre gerade. Fuck. Muss der denn genau mittig durch den Gang laufen, ey? Bestimmt, das war nicht der schwerste Teil, glaube ich. Ich glaube, das schwerste wird hierbei sein. Fuck, ey. Wir warten mal. Sollen wir was riskieren? Fuck. Scheiße. Alter, ich trau mich an ihm nicht vorbei. Ich glaube, die Viecher können Lenny schon Wiederkehrer heißen. Ja, dann möchte ich doch mal eine Vermutung zu ihrer Fähigkeit äußern. Oh, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Hallo? Wo muss ich hin? Nein! Nein, 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 nein! Ach Mann, fickt euch doch! Was soll denn der Scheiß, ey? Mann, weil ich mich einmal vertippt hab, oder was? Och nee, nochmal durch dieses Höllenlabyrinth oder... Och komm, fickt euch. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Alter, kommt jetzt mal der andere hier wieder an?